Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 14 mit mir, DF. Und ja, ich habe mich entschieden. Ich werde dieses Let's Play erstmal pausieren. Ich wollte noch eine Folge aufnehmen und nicht wie beim letzten Mal da einfach nur einen Kommentar schreiben. Als ich das letzte Mal Final Fantasy 14 pausiert habe, da habe ich ja nur einen Kommentar geschrieben und nicht wirklich. Ich habe zwar in der Folge gesagt, dass ich aufhöre, vielleicht, aber mir noch nicht hundertprozentig sicher bin. Aber jetzt bin ich mir, also hier bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Deswegen sage ich hier jetzt in dieser Folge, das ist erstmal die letzte für eine Weile, weil aus zwei Gründen. Erstens, ich habe gerade nicht so, also ich muss sehr viel auf Vorrat aufnehmen, weil mir durch meinen Krankheitsfall sehr viele Folgen ausgegangen sind. Deswegen muss ich sehr viel auf Vorrat aufnehmen, wieder. Und ich habe einfach gerade keine Lust, Final Fantasy 14 so viel zu spielen. Und andererseits habe ich auch gesehen, dass die... Also Final Fantasy 14 ist eigentlich ganz gut dabei von meinen geschauten Sachen. Aber die aktuellen Sachen werden einfach nicht geguckt, sondern der alte Krempel. Und dann dachte ich mir, wenn das sowieso gerade keiner so wirklich guckt, und ich auch nicht die große Lust drauf habe, dann dann hören wir erstmal auf. Wie gesagt, wir machen noch, also ich mache noch die eine Folge hier, aber ich wollte schon mal so einen kleinen Heads up geben, so wie sagt man das auf Deutsch, so einen kleinen damit ihr Bescheid wisst auf jeden Fall. Befreiung aus Castrum Fluminis. Yugiri will die verschleppten Dorfbewohner aus Castrum Fluminis befreien. Machen wir das dann. Die Dorfbewohner können wir nur retten, indem wir schnell, aber trotzdem vorsichtig die Kanne. Wenn wir entdeckt werden, kommen wir nicht weit. Wir müssen irgendwie zu den Gefangenen gelangen, ohne Alarm auszulösen. Pass auf, ich gehe zuerst rein und schalte den Soldaten im Eingangsbereich aus. Leg dich bitte so lange draußen vor dem Kasten auf die Lauer und pass auf, dass uns keine Patrouille überrascht. Okay, wo muss ich hin? Ich muss wieder zurück. Ich habe gerade für den Moment keine Luft bekommen. Deswegen hat sich das vielleicht so komisch angehört. Ich sollte hier irgendwo. Da oben muss ich hin. So. Dann halten wir mal Ausschau. Ja, ich bin selbst ein bisschen doof, dass ich wieder das Spiel pausiere. Das Let's Play. Aber irgendwie, ich merke selber, dass ich mich gerade die ganze Zeit dazu zwinge. Keine Galea weit und breit. Du kannst zu Yugiri zurückkehren. Zum Beispiel Blue Dragon habe ich immer noch ganz Bock drauf, deswegen nehme ich das auch gut auf. Aber irgendwie muss ich mich hier zu zwingen und dann nehme ich auch trotzdem nicht viel auf, weil ich einfach nicht die Lust habe. Wo ist Yugiri? Wo ist Yugiri? Da hinten ist Yugiri. Hier sind ganz schön viele Leute. Hallo Yugiri. Chemiger Soldat, 50er Soldat, strammer Soldat. Okay, die sind alle. Sieht, wie es aussieht. Leise, sonst hören sie uns. War vor dem Tor alles ruhig? Ja, war's. Alles ruhig. Gut, danke. Dann sind wir für einen Augenblick ungestört. Die drei hier werden nicht so schnell aufwachen. Allerdings sind am Zugang zu den Gefangenen zwei weitere Wachen postiert. Die erwische ich nicht so leicht. Aber ich habe einen Plan. Verkleide du dich als gallischer Soldat, geh zu den Wachen hin. Wachen behaupte, du wärst ihre Ablösung. Eine galerische Uniform kannst du dir von einem der schaffenden Soldaten nehmen. Guck dir eine aus, die zu deiner Statur passt. Hier, der Stimmige. Gib her. Die Uniform hat ungefähr deine Größe. Du nimmst einen Uwagi-Nummer Level, ein Hakama-Nummer Level und oder LV und ein paar Shuka-Nummer LV an dich. LV ist... römische Ziffern. 55 ist L50. Ja, die Uniform könnte passen. Sieh dich gleich um, verstecke die Soldaten, damit sie nicht entdeckt werden. Was ist, wenn ich eine kleine Uniform genommen hätte? Was dann? Da bin ich wieder. Ich habe die geschaffenen Soldaten in die Kaserne versteckt und bei der Gelegenheit für die fehlenden Ausrüstungsteile besorgt. Was für Ausrüstungsteile? Mit Yugiri sprechen. Welche Reserveuniform? Ja, ich rede erst mit dir, weil das die Quest sagt.
Ich kenne ja ungefähr deine Größe und habe dir eine Kabuto-Nummer 55 und ein paar Teko-Nummer 55 aus der Kaserne ausgeliehen. Hoffentlich passen sie. Verfügst du über die komplette Ausrüstung als galerischen Soldaten? Fällig damit zu, geh zu den Wachen auf dem Platz, grüße sie mit einem galerischen Salut und sag ihnen, dass du sie ablässt, wenn sie abgelenkt sind. Schalte ich sie aus. Auf Charakter, dann anlegen. Das ist, glaube ich, galerisches Krempelzeug. Ich habe jetzt nicht wirklich drauf geachtet. Anlegen. Das ist alles galerisch, ne? Hakama, Teko, Uwagi und Kabuto. Kabuto sieht man jetzt nicht. In die Richtung. So, hier. Ich möchte ungern gegen die Viecher hier kämpfen. Vor allem, ich habe, glaube ich, also meine Rüstung ist, glaube ich, richtig kacke. Deswegen ist das auch nicht gut, dass ich hier gegen die Viecher kämpfe. Deswegen will ich hier auch so schnell wie möglich mal weg haben. Ich heile mich mal. Ist jetzt nicht mega wichtig gewesen. Wieso mache ich so wenig, gefühlt wenig Schaden? Ich habe doch rein theoretisch dieselben Sachen wie immer. Also die Waffe. Müsste dieselbe sein wie sonst auch. Oder haben teilweise meine Rüstungsteile mich stärker gemacht? Okay. Ja, dann machen wir einen Salut. Das ist auf Das habe ich natürlich jetzt nicht dabei. Galerischer Salut. Wo ist das? Gell? Ich suche das einfach mal. Hier. Vielleicht reicht das einfach. Galerischer Salut hier. Ablösung jetzt schon? Ich dachte, es würde länger dauern, aber ich habe nichts dagegen. Also bis später. Ja, moin. Hey, was läufst du hier so rum? Zurück auf deinen Posten. Das dürfte jetzt bei Favoriten sein. Dann ich also Loot, Verlauf. Ablösung mal endlich. Ich ertrage den deprimierenden Anblick dieser Unglücksraben nicht eine Sekunde länger. Yugiri sprechen, wo ist sie denn? Kann ich einfach hier durchlaufen? Natürlich nicht. Ich weiß nicht, ob ich noch verkleidet sein muss. Ich bleibe erstmal noch verkleidet. Ja, sie hat die besiegt. Das war eine erstklassige Täuschung. Als die beiden nichtsahnend an mir vorbeiliefen, könnte ich sie ganz leicht betäuben. Und schummern sie tief und fest. Es sind keine Wachen mehr zu sehen, du musst also nicht länger verkleidet bleiben. Der Weg zu den gefangenen Dorfbewohnern ist jetzt frei. Wenn wir uns beeilen, können wir sie unbemerkt hier rausbringen. Vorwärts. Ja, ich optimieren. Anlegen. Also muss ich das aktualisieren? Egal, ich mache es mal. Schnell hoch auf den Hügel. Wir müssen den Gefangenen zur Flucht verhelfen. Auf dem Hügel da hinten. Hier auf den Hügel, an das Portal hier, dieses Stargate. Ah, kacke, ich drücke die falschen Tasten, weil ich mit dem Finger abgerutscht bin. War mit dem Finger eine Taste quasi zu weit links. Und habe aus Versehen statt der 3 die 2 gedrückt. Okay.
Was ist das hier für ein Stargate? Da sind die Dorfbewohner. Da ist auch der Junge, dessen Namen ich gerade nicht im Kopf habe. Wenn er uns überhaupt seinen Namen mal gesagt hat. Oh Mann, die sind ja grün und blau geschlagen. Hört her, die Wachen sind weg. Jetzt ist die Gelegenheit zur Flucht. Die Wachen sind weg? Was bedeutet das? Habt ihr sie ausgeschaltet? Oh je, das nimmt kein gutes Ende. Wenn wir versuchen zu fliehen, werden sie uns töten. Sie haben so eine Angst. Ihr werdet sterben, wenn ihr hier bleibt. Das muss euch doch klar sein. Wenn ihr schon nicht für eure Freiheit kämpfen wollt, dann flieht wenigstens. Oder wurde selbst der Überlebenswille aus euch herausgeprügelt? Yugiri hat harte Worte, aber es stimmt ja irgendwie. Du hast gut reden. Als Ninja würdest du alles tun, um deinem Herrn zu dienen. Ohne zu zögern erfüllst du deine Pflicht. Wir Bauern aber sind voller Angst und Zweifel. Tag ein, Tag aus ertragen wir die Grausamkeiten des Lebens und sind schon froh, wenn es nicht noch schlimmer kommt. Es mag erbärmlich sein, aber das ist unser Leben. Also maße dir nicht an, für uns zu entscheiden. Wenn sie nicht fliehen wollen, dann... Das ist sehr traurig, aber... Ja, ja, was willst du die tun? Jugend von heute kennt kein Benehmen. Bedankt euch zumindest dafür, dass sie sich für uns in Gefahr begeben haben. Das, oh Mann, wir haben das für einen Nappes gemacht, alles. Guter Mann, wer hat dich so zugerichtet? Ach, es ist nichts, was nicht jeder andere hier auch ertragen musste. Wir alle haben im Kampf gegen die Galear Freunde und Verwandte verloren. Und unseren gütigen Herrscher Kaien. Wir sind ein gebrochenes Volk, das seine Seele an die Unterdrücker verkauft hat, um zu überleben. Wir schämen uns für unsere Feigheit, können aber doch nichts daran ändern. Mit eurer Entschlossenheit streut ihr nur noch Salz in unsere Wunden. Ist das die Stimme von Gosetsu? Oder bilde ich mir das ein? Oh Mann, also alles für einen Arsch gemacht, oder was? Leute wie euch hatte Hien vor Augen, als er anbot, den Galeanen seinen Kopf zu präsentieren. Gut, ich kann euch verstehen und werde euch nicht länger bedrängen. Nur eines möchte ich noch sagen. Obwohl die Niederlage, die Unterdrückung und die Quälereien schwer zu erdulden sind, seid ihr immerhin am Leben. Und unser Herr könnte es nicht ertragen, wenn ihr dieses Geschenk verschmäht. Deshalb bitte ich euch, egal was passiert, verliert nicht euren Lebenswillen. Diejenigen, die euch unterdrücken, werde ich zur Rechenschaft ziehen, selbst wenn ich dafür mein Leben geben muss. Wenn uns Häscher der Galear einholen, erzählen wir ihnen, dass wir von einer unbekannten Frau zur Flucht überredet wurden. Ist das in Ordnung? Natürlich. Also will er fliehen. Sagt, was ihr sagen müsst, um euch und eure Familien zu schützen. Also will er abhauen oder was? Also hauen sie doch ab. Warum musste es so weit kommen? Oh Mann, ey. Die wollten alle erst nicht fliehen. Ich frage mich, ob der Regen gerade zufällig kam, also in der Spielewelt, oder...
das in der Cutscene so gedacht ist, dass es regnet, weil der hat wirklich gut gepasst. Okay, Yugiri. Das ist für die Beine, okay. Den hätte ich gern hier, die kurz... Gut zu Rock der Verteidigung hätte ich gern. Yugiri ist in Gedanken versunken. Yugiris Überzeugung. Verzeihung, Delph, ich war in Gedanken versunken. Ah, wusste ich gar nicht. Sie haben ja nicht ganz unrecht, es ist gefährlich, Widerstand zu leisten, aber es kann doch nicht sein, dass die Dumaner den letzten Funken Stolz verloren haben. Jetzt ist nicht die Zeit für Selbstzweifel. Wir müssen zu Ende bringen, was wir begonnen haben. Ich habe ein Pulver bei mir, das den Geist verwirrt und die Erinnerungen löscht. Das müssen wir bei den Soldaten verabreichen, bevor sie aufwachen. Und wenn sie mehr genau daran erinnern, was mit ihnen passiert ist, werden glauben, auf ihrem Wachposten eingeschlafen zu sein und möglich nicht darüber reden. Behandle du die beiden Wachen, die wir zuletzt betäubt haben. Ich versorge die anderen. Bis gleich. Okay. Wird doch eh irgendwie in die Hose gehen. Den Decurio tragen. Okay, tragen. Ich dachte, ich muss den verabreichen. Irgend so ein Zeug. Ja, dich mach ich mal weg, weil du stehst mir im Weg. Oh, du hast auch nicht angegriffen eigentlich. Deswegen wäre es eigentlich auch intelligent gewesen, einfach vorbeizulaufen. Wir zoomen noch mal ein bisschen raus. Ja, wie gesagt, ich höre halt auf, weil es macht keinen Sinn, mich zu dem hier alles zu zwingen, wenn ich nicht so die Megalust auf das Ganze hier habe. Ich weiß noch nicht, was ich als Ersatz bringe, keine Ahnung. Wahrscheinlich erstmal Final Fantasy 16, meine ich, Final Fantasy 16. Erkes auch so vor allem den Rest und dann, keine Ahnung, mal gucken, was so kommt. Interpurio tragen, okay, zu welcher Stelle? Da hinten. Interagieren. Im Decurio Yugiris Vergessungspulver verabreicht. Hier. Benutzen. Zack. Schnarsch. Den gallischen Soldaten tragen. Oh, ah, moin. Der ist nicht weg. Okay, Sprinten brauche ich gerade nicht. Oder der wacht auf, wenn ich ihn trage oder so ein Käse. Da hinten. Komm ich. Geh mal von hier aus dahin. Okay, da gehe ich mal so ein bisschen außen rum. Hier irgendwo. Okay. Ah, da hinten. Ja, zack. Legen wir ihn ab. Geben ihm noch das Schafpulver, Vergessungspulver, was auch immer. Den zeige ich's. Yugiri suchen, okay. Ja, ich mach dich mal weg. Du bist mir ein bisschen im Weg. Ja, jetzt, wo ist die Yugiri so genau? Ah, hier. Da sattel ich mal auf. Mal
wahrscheinlich hier durch. Da ist sie. So. Hier aussieht. Sie hat wahrscheinlich Bedenken in der ganzen Geschichte. Verzeih, dass ich nicht Bescheid gesagt habe. Hast du mich gesucht? Und gefunden. Ist ja auch okay. Das Plätschern des Wassers beruhigt mich. Es gibt mir das Gefühl, sanft hin und her gewiegt zu werden. Vielleicht standen mir die hehren Worte von eben gar nicht zu. Ich stamme nicht einmal aus Doma, sondern aus Suinosato am Grund der Rubinsee. Ja, das wissen wir mittlerweile. Ah ja, deine Eltern sagen viele Grüße und so. Ich weiß nicht mehr, was sie gesagt haben. Du warst in meinem Heimatdorf und hast sogar meine Eltern getroffen? Richtig. Sie sind also wohl auf. Eine bessere Nachricht hättest du mir nicht bringen können. Um meine Heimat auf dem Meeresgrund vor den Galeanen zu beschützen, ging ich in das Dorf der Ninja und ließ mich dort ausbilden. Welches Dorf? Der domanische Widerstand nahm meine Dienste in Anspruch. Und so lernte ich Gosetsu, König Kaien und seinen Sohn Prinz Hien kennen. Mit ihrer aufrechten Lebensweise haben sie mich tief beeindruckt. Ich bin meinem Herrn und Doma treu ergeben. Und trotzdem ist und bleibt meine Heimat natürlich immer ein wichtiger Teil von mir. Ich bete darum, dass meine Familie von Krieg und Unheil verschont bleibt und ein freies, selbstbestimmtes Leben führen kann. Dass ich diesen Wunsch im Herzen trage, habe ich Prinz Hien gestanden. Was glaubst du, hat er geantwortet? Keine Ahnung. Er meinte nur, dass es so richtig wäre. Der Wunsch, meine Heimat zu beschützen, würde auch Doma zugutekommen. Er fühle sich geehrt, mich in seinen Diensten zu haben. Nun braucht Doma meine Hilfe mehr denn je. Und ich will meinen Herrn nicht enttäuschen. Das war auch mein Antrieb, als ich die domanischen Flüchtlinge nach Eosea brachte. Doch nun zu erleben, wie unentschlossen die Domaner sind, ist hart für mich. Gemeinsam werden wir es schaffen. Gemeinsam. Gemeinsam schaffen wir es. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue, das von dir zu hören. Ich weiß nicht, womit ich deinen Beistand verdient habe, aber ich weiß ihn sehr zu schätzen. Was ist los? Oh, ein Schiff. Ein galeisches Schlachtschiff? Ja, wo wollen die hin? Es fliegt in Richtung der Burg Doma. Vielleicht ist etwas vorgefallen. Schnell, zurück zu den anderen. Also nach, da wo die anderen sich versteckt hatten. Ich habe vergessen, wie der Ort hieß. Im Eingang zur Klause der Grimmigen mit Yugi sprechen. Ja, teleportieren wir uns mal kurz nach Namai. Das ist nämlich in der Nähe. Wo bin ich? Hier bin ich.
glaube ich, ihn. Also jetzt runter. Glaube ich, und dann hier durch. Ja, das war, glaube ich, der Weg, ja. Sieht stark schon raus. Ja, ich. Es war kein so weiter Weg, aber ich. Gehe trotzdem mit. Nein, sie hier hin, weil es mir so lange dauert. Ja, ich dachte, ich hätte Steuerung. Die Taste gedrückt. Naja, ich muss ein bisschen warten. Mit Heinz ist auch unter Wasser einfach schneller, deswegen nehme ich den hier gerade mal mit. Warte, hier geht's nach oben. Also hier ist erstmal nichts passiert, so wie es aussieht. Ich habe auf dich gewartet, lass uns reingehen. Oder hat doch, ist doch was passiert? Was ist los? Die laufen hier wie Hühner. Hier so mit abgetrennten Kopf und so. Ich habe vergessen, wie das Sprichwort geht. Hey ihr zwei, sind die Bauern aus Namai in Sicherheit? Ja, wir haben sie befreit. Ebenso wie einige Bewohner aus anderen Dörfern. Die Gefahr ist dadurch nicht ganz aus der Welt, aber immerhin. Was ist denn hier los? Gosetsu, wir haben ein Luftschiff der Galea gesehen. Weißt du etwas darüber? Ja, es war zweifellos auf dem Weg zur Burg Doma. Und an Bord war kein geringerer als Prinz Thenos höchstpersönlich. Thenos? Was macht der denn hier? Finde ich gar nicht gut. Der Vorfall in Alamigo dürfte den galäischen Generälen klargemacht haben, dass auch in anderen Provinzen Widerstandsgruppen existieren. Doma wird zwar von Yotsuyu als Statthalterin verwaltet, untersteht aber eigentlich Thenos. Bestimmt will er sich selbst ein Bild von der Lage in seinem Herrschaftsgebiet machen. Das ist gar nicht gut, dass er hier ist. Thenos in Doma. Das ist die Gelegenheit, ihn endlich zu erledigen. Nein. Yugiri, nicht so voreilig. Wir standen ihm in Gyabania gegenüber. Wir haben gesehen, wozu er fähig ist. Selbst mit der ganzen Kraft unseres Bundes und der Unterstützung der Widerstandskämpfer und eines so starken Kriegers wie Rauban konnten wir ihn nicht besiegen. Für den Versuch haben viele mit dem Leben bezahlt. Ja, Mifrit. Wir haben es überlebt und seither vielleicht dazugelernt. Aber bevor wir ihn ein zweites Mal herausfordern, sollten wir uns einen guten Plan überlegen. Wir wissen, wie stark er ist. Selbst meisterhafte Schwertkämpfer erscheinen gegen ihn wie blutige Anfänger. Im offenen Kampf ist er kaum zu schlagen. Bei dem letzten Aufstand gab es keine Gelegenheit dazu. Aber wenn ich diesmal mein ganzes Können als Ninja aufbiete, gelingt mir vielleicht ein Attentat. Und ihr müsst mir die Gelegenheit dazu verschaffen. Das ist eine Kackidee. Yugiri, wenn es nur um eine persönliche Rache ginge, würde ich dich nicht aufhalten. Ich habe auch noch eine Rechnung mit Thenos offen. Aber uns muss klar sein, dass die Entscheidung, die Waffen gegen den Thronfolger von Garlemald zu erheben, großen Einfluss auf Domas Zukunft haben wird. Eine solche Entscheidung können wir nicht gegen den Willen unseres Herrn fällen. Weil das Volk des Kämpfens überdrüssig ist, sollen wir die Waffen niederlegen? Sollen wir uns diese einmalige Gelegenheit entgehen lassen? Willst du, dass Hirn wirklich seinen Kopf verliert? Selbst wenn dein Attentat auf Thenos gelingen sollte, wäre es nur ein kurzfristiger Sieg. Die Galea würden neue Truppen schicken, um Thenos Tod zu rächen. Wie willst du dann unser Volk beschützen? Überschätze dich nicht. Er hat recht. Gesetz hat recht. Auch wenn sie das nicht einsehen. Vielleicht überschätze ich mich. Aber ich will weder das Leben unseres Herrn noch die Zukunft unseres Landes verspielen. Warte, Yugiri. Wie? Yugiri nicht. Und was jetzt? Hinterher? Keine Ahnung. Oh, ich krieg die Hose der Verteidigung oder den Rock. Es ist ein Rock. Aber ich habe ja quasi schon so ein Röckchen an. Level 69, nice.
Höschen an oder Röckchen anlegen. Das, okay, das sieht man nicht wirklich wegen dem Rumpfteil. Okay. Ich wünsche, ich würde auch ein bisschen Rumpf Gegenstand kriegen. Okay, ich rede erstmal mit Gosetsu. Das sind wieder Beinsachen. Gosetsu macht keinen Anstalt, Yugiri zu folgen. Getrennte Wege. Ach du Heilige. Ich werde Yugiri nicht folgen, denn ich habe nicht vor, die Entscheidung unseres Herrn vorwegzunehmen. Wir gegen eigenmächtig ein Attentat auf Zenos verüben. Doch ich maße mir nicht an, für andere zu entscheiden. Wenn du Yugiri zur Seite stehen möchtest, werde ich dich nicht aufhalten. Zunächst wird sie Informationen einholen und die Gegend auskundschaften müssen. Wenn du dich beeilst, wirst du sie schnell einholen. Bei der Gensui-Gipfelkette in Yanxia nach Yugiri suchen. Wo geht's hier raus? Hier geht's raus. Ich könnte auch einfach nach Namia reisen. So, was sagt die Map? Die Map sagt, Yugiri, wo ist er? Warte, die ist hier in der Nähe? Da unten. Wo geht's hier runter? Ich bin verwirrt. Hier. Ich drücke auf die falschen Tasten. Hier geht's runter. Ich hätte, glaube ich, also, oder ich gehe einfach zu Yugiri oder sonst wohin, wo ich hin muss. Zu dem Ort gehe ich und dann höre ich erstmal auf und dann war das erstmal auch die letzte Folge. Da ist Yugiri. Ich glaube, ich... Ist da jemand bei ihr? Nein, das ist einfach... Ja, so ein Vogel ist bei ihr. Ja, das ist erstmal die letzte Folge, weil, wie gesagt, ich habe selbst nicht so die große Lust weiterzuspielen und anscheinend hat auch keiner große Lust, die Sachen zu sehen. Und wenn diese Lust wieder da ist, also selber zu spielen und auch, dass Leute wieder mal mehr gucken, dann würde ich sagen, mache ich dann auch weiter. Ja, das war's dann von mir aus. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich sag nochmal ein dickes Sorry, dass ich jetzt hier das Spiel pausiere, das Let's Play. Tut mir ein bisschen leid, aber es ist, wie es ist. Das war auch... Ich habe halt nicht gerechnet, als ich es angefangen habe wieder, dass ich krank werde und dann plötzlich keine Folgen mehr habe und dann wieder sehr viel aufnehmen muss von dem Spiel. Eigentlich war gedacht, immer so ein bisschen so das hinplätschern lassen, immer so ein bisschen Vorrat zu haben und dann immer ein bisschen was aufzunehmen, aber ja, das hat ja nicht so funktioniert. Wie gesagt, tut mir leid, dass ich hier jetzt das Let's Play erstmal pausiere, aber es ist, wie es ist. Ich bedanke mich trotzdem immer noch fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis demnächst.